Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Kanalempfehlungsvideo. Hab mal wieder mal einen Kanal, den ich euch empfehlen kann. Und zwar diesmal, den wahrscheinlich niemand kennt, nehme ich mal an. Also, ich glaube, den kennt wirklich fast keiner. Der hat auch nur 40 Abonnenten. Ich bin einer davon. Und zwar heißt der der Küstennord. Ziemlich skurriler Name, aber wie ich finde, ein cooler, kleiner, unbekannter Kanal. Ich mach mal drauf auf dem Kanal. Und zwar, ja, jetzt hat er hier so Mystery Unboxings gemacht. Auch ziemlich interessant. Macht meistens aber immer auch Updates. Spielt jetzt keins ab hier. Nicht wundern, ich bin jetzt hier nicht angemeldet, deswegen sind die nicht rot. Also ich habe mir die alle schon angeguckt. Ich fand die mich sehr interessant. Sammlungsupdate Januar, Februar einmal. Da hat er jetzt gezeigt, was er gekauft hat, eBay und so, dann auch immer Flohmarkt, das interessiert mich auch. Dann Rendsburg Flohmarkt, dann Kick und Amazon und so, da haben die die auch verbilligt. Übrigens, wo ich auch im Kick, habe ich gedacht, ah, wenn ich die ganzen billigen Filme finde, kann ich ja ein cooles Video machen für euch, aber ja, bei mir waren keine mehr da, also in meinem Kick. Also werden die schon alle gewesen sein, wahrscheinlich für den Preis, weil viele haben ja, ich sag, im Kick 29 Cent die Filme. Das ist wohl daran gelegen, weil die aus dem Sortiment nehmen wollen. Also soweit ich jetzt gehört habe. Aber wie gesagt, ziemlich interessante Videos, Kick, also meistens auch immer so Update-Videos, das ist ja eher so meins. Und ja, Turbine, Kick, ein Euro-Shop, ja, war auch immer ein Euro-Shop, habe ich ja damals auch öfters Videos gemacht. Also ziemlich interessanter Kanal, guckt da mal nach. Da stellt die auch immer vor, die Sachen. Auf jeden Fall gefällt mir das. Und lasst auf jeden Fall mal ein Abo da und schreibt mal, dass er von mir kommt. Da wird sich bestimmt freuen. Ich habe ihn auch schon mal öfters kommentiert und schon mal geschrieben, warum hast du denn nur so wenig Abos? Ist doch auch cooles Zeug, was du machst. Da hat er gesagt, ja, macht's nicht so publik, sag ich mal, wie ich jetzt. Ich bin ja auch nicht so in so Gruppierungen unterwegs, aber ja, auf jeden Fall. Wie ich finde, kann man dir auf jeden Fall auch gucken. Macht ziemlich viel Lust und ist spannend so, was man sich halt kauft. Und ja, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Freunde, und ciao.